Guten Morgen, Freunde der leichten Unterhaltung, Fans, Kunden, Mama, Papa und alle anderen, die ich so kenne. Ja, wir sind auf dem Weg nach Kaiserslautern. Und in Kaiserslautern war ich in letzter Zeit öfters schon mal und werde auch wahrscheinlich öfters noch da sein. Und das Stichwort Kaiserslautern ist bei mir eigentlich immer eins, und zwar Torpedogruppe. Torpedogruppe kennt ihr vielleicht schon aus ein paar meiner Instagram-Posts. Folgt mir auf Instagram. Franz, Simon Drift. Ja, und Simon Motorsport natürlich. Kennt ihr wahrscheinlich, denn von der Torpedogruppe habe ich zum Beispiel auch diesen wunderschönen Range Rover Velar, den ich heute zurückbringe. Den hatte ich für 2 Wochen. Bin ein bisschen Skiern abgefahren damit. Sehr schön. Und ich bin eigentlich auch ein Range Rover Fan geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Autos sind geil. Und vielleicht kommt dann zukünftig mal irgendwas in die Richtung Range Rover, aber zu viel möchte ich nicht verraten. Aber wir holen heute trotzdem ein Projektauto ab. Und zwar ein neues Projektauto. Allerdings nicht in Kaiserslautern, sondern in Kaiserslautern bringe ich den Velar zurück. Treffe mich dann da mit dem Chef. Und von da aus fahren wir dann weiter ins wunderschöne Dresden, wo ich im Leben noch nie war. Aber ich habe gehört, Dresden hat eine sehr schöne Innenstadt, weil die erkunden wir heute Abend. Fahren weiter nach Dresden und holen dann dort ein neues Projekt Kfz ab. Warum Dresden? Weil dieses Auto jetzt in der Filiale in Dresden steht. Torpedogruppe ist eine relativ große Gruppe. Die haben deutschlandweit, ich glaube, 7-8 Filialen, machen Mercedes, Hyundai und Land Rover. Also mal vorbeischauen. So, fahren nach Dresden, holen dieses Projektfahrzeug ab und ich kann euch sagen, er wird euch gefallen. Ich kann euch sagen, ich weiß, ihr habt drauf gewartet. Und ich kann euch sagen, ihr wollt es genauso. Genauso sehr wie ich. 100%. Und da wird was wirklich Cooles draus gemacht. Und ich verrate noch nicht zu viel, aber mit dem Auto passiert was ganz Besonderes, weil dieses Auto ist der Start für etwas Neues. Dieses Auto wird der Vorreiter sein. Dieses Auto wird das erste seiner Art sein, aber weitere werden folgen. Mehr sage ich dazu nicht. Wir fahren weiter, wir haben jetzt noch 117 Kilometer. Insgesamt sind das so 290 Kilometer, fast 300 Kilometer. Wir sind also schon gut was gefahren. Ihr seht, ich habe ein bisschen Ränder unter den Augen, wenig geschlafen, heute Morgen auch verschlafen. Der Ben musste leider auf mich warten, eine halbe Stunde. Sorry, Ben. Aber dafür hat er sich bei Bäckerei Stinges was zu essen geholt. So, also, wir fahren weiter und ich melde mich dann, wir melden uns vielleicht aus Kaiserslautern kurz zurück und dann machen wir uns auf den Weg nach Dresden. Peace. So, diesen wunderschönen Range Rover Velar D240S gebe ich das ab. Übrigens 240 PS und Durchschnitt so 7,5, 7,8 Liter Verbrauch. Echt geil. Und ich wollte euch mal kurz was zeigen. Also das ist der normale hier, ja. Der hier hat dieses Aerodynamik-Paket und das sieht wirklich geil aus. Guckt mir die Stoßstangen an. Normale Stoßstangen, Aerodynamik-Stoßstangen, ja. Also es sieht wirklich noch einen Ticken geil aus. Aber ich hatte viel Spaß mit dem Auto, ist ein sehr cooles Auto. Jetzt gebe ich ihn leider ab. Unser Polo steht hier und dann habe ich ja gesagt, geht's weiter nach Dresden und dann holen wir was anderes ab. Aber irgendwas sagt mir, dass ich nochmal hierher kommen werde und ein Auto abhole. Aber mehr frage ich das nicht. Und jetzt muss ich wirklich mal einen Termin rein, weil ich bin eigentlich ein bisschen zu spät. Die haben schon 20 nach. Ich bin eigentlich ein bisschen zu spät und der Bang macht für euch ein bisschen Velar-Porn und ein bisschen Torpedogruppe Kaiserslautern-Porn. So, bis gleich. Tschüss.
vorstellen, Range Rover Velar muss ich jetzt abgeben. Sorry, ich habe Husten morgen im Mund, weil ich habe ein bisschen Hals. Velar ist abgegeben und jetzt haben wir noch weitere 600 Kilometer und zwar zur Torpedogruppe in Dresden. Und da hole ich was ganz Feines ab. Ich habe Autogramm gegeben. Zwei Werkzeugkisten unterschrieben, gerade für die beiden Jungs, die hätten mich ganz nett gefragt. Dann habe ich zwei der Selfies gemacht, zwei der Bildchen gemacht. Ich mache es doch gerne. Ich mache es wirklich gerne. Cool. Dann sind die beiden. Ja, ich mache es wirklich gerne. Weil, man muss immer sagen, ich sage es doch mal wieder, ne, ohne mein Team wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ohne unsere Fans und die Leute, die uns unterstützen und die Videos schauen und es cool finden, wäre ich auch nicht, wo ich bin. Von daher nehme ich mir da immer für alles und jeden so viel Zeit, wie ich nur kann. Obwohl wir auch gerade am Sprung sind, aber sehr, sehr gerne. Also das heißt, wenn ihr mich irgendwo sehen solltet, ich sehe das ja manchmal. Ich sehe das, ich stehe an der Tankstelle und an der Kasse irgendwo und die Leute gucken so. Sagt ihr, ist das, ist das nicht? Kommt ruhig zu mir, quatsch mich an. Ich sag's immer wieder, ich war, bin und werde immer der Typ von dem anbleiben. Und jetzt? Jetzt gönnen wir uns einen Burger mit SKP. Wisst ihr, was SKP heißt? Schreibt in die Kommentare, was sind SKP? Oh, guck mal hier, nochmal. Das ist eine geile Story. Hier. Ja. Ja, die Story haben wir gerade gemacht. Toll. Sehr lustig, ne? Okay. So, ready. Ha! Also, wir sind angekommen. Und zwar sind wir in Dresden. In Inside Dresden. Wir haben gerade eingecheckt, Auto geparkt. Und jetzt habe ich schon ein paar Tipps gekriegt von so ein paar Jungs hier in Dresden, wo man hingehen kann, was leckeres essen. Und dann setzen wir uns irgendwo gemütlich hin und dann morgen ist der große Tag, jetzt checken wir uns das Hotel an. Hotel sieht sehr cool aus, sehr modern. Auf jeden Fall gut zu Hotel, glaube ich. Und dann schauen wir mal, wie es dann gleich weitergeht. Ne? Okay, tschüss. So. Immer wieder das Gleiche, ne? 1000 Sachen in der Hand. Zwei, yes, Fahrt. Oder? 50-50 Chance. 207, 220. Hier ist korrekt, glaube ich. Ich glaube, das Hotel ist cool, oder? Ich glaube auch. Ich habe auch gehört. 6. 7. 7. Hier, Key Design hier. Nö. Hast du nicht gebucht. Ja. Oh. Was ist das denn? Ja, eigentlich am Eingang, oder nicht? Ja, klar. Dann macht da jetzt noch Tür zu. Geht doch von einer vielleicht. An der Tür vielleicht. Jo. Ha! Tada! Licht an. Ey, ohne Scheiß. Hier, Licht an. Kommst du erstmal rein, guckst hier links, rechts. Kannst irgendwie die Karte reinstecken, dass es auf der Tür steht, auch nicht gehört. Aber oh! Guck mal, ich habe extra für uns arrangiert hier.
Super. Das ist die Liebesoase für uns. Schlafen. Sind wir schon da? gut, wir geschlafen. Hier unsere Liebesoase, hier unser Liebesnest. Und ja, wir haben 4:15. Ich habe eigentlich nicht gut geschlafen, weil ich habe ein bisschen Halsschmerzen die ganze Zeit. Ein bisschen erkältet. Und aber ich freue mich. Denn jetzt fahren wir zur Torpedogruppe in Dresden und da holen wir ein Auto ab und wir schleichen uns mal rein, gucken, ob wir schon mal finden. Irgendwo ist der, wird irgendwo schnell abgedeckt. Und dann treffen wir, glaube ich, nämlich den Tom. Und der wird uns das Auto übergeben und das machen wir jetzt. Cheers. Guck mal, jetzt ist doch Dresden bei Tag. Ordentlich. Genau. Und ich glaube, jetzt ist das Geheimnis auch schon fast gelüftet. Wer es bis jetzt noch nicht schon verstanden hat, schon wegen dem Titel und wegen allem so ein bisschen in den letzten paar Tagen so mit Instagram und so. Aber wir sind auf jeden Fall da. Und zwar sind wir bei TG Automobile, Part der Torpedo-Gruppe. Ja?
Hyundai. Dresden, genau. Und wir holen nämlich jetzt unseren Pommes ab. Moin. Guten Morgen. Hi. Freut mich. Wie geht's? Ja, sehr gut. Sehr schön, ja. Uns geht's auch gut. Ja. Geil, cool. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ein bisschen was an. Ja. I'm like, yeah, trying to come over for the night, yeah. Baby, let me know if it's alright, yeah. I was thinking I could bring a Sprite, yeah. And mix it with that vodka. I ain't gotta call ya, yeah. I'ma pull up on ya. Wake up every morning and I'm feeling like I saw ya. Go to sleep at night, like, baby, let me put it on ya. And I ain't gotta lie, I'm ready to get to you. I'm ready to get to you. Da steht er. Wald. Der ist für mich? Ja, das ist ich. Dafür sind wir gestern 600 Kilometer gefahren. Aber ich denke, es lohnt sich. Ich denke auch. Was haben wir denn da stehen? Sollen wir den hüllen oder sollen wir erstmal ein bisschen drüber reden? Wir können gerne noch ein bisschen drüber reden. Ich glaube, die Leute wissen. Ich glaube, die können sich denken, wenn man sich ein bisschen umschaut, wird wahrscheinlich. Das sticht ja direkt ins Auge. Ja, zwei, drei Autos stehen hier. Und wir haben auch schon ein bisschen was erzählt. Aus Versehen. Aber ich würde sagen, wir hüllen. Ach, klar. Zieh mal drunter. Let's go. Also, was haben wir hier? Wir haben einen 2019 eigentlich schon, ne? 2019, genau. Modell, ja. Hyundai i30N Performance in einem wunderschönen Weiß. Ich habe ihn ohne Panoramadach genommen. Wir verlieren zwar schwarz, aber ohne Panoramadach. Für mich wegen dem Gewicht. Mhm. Der Wagen ist ein Tick schwerer auf dem Panoramadach. Ja, ja, ja. Weißt du ungefähr, wie viel? Sind, glaube ich, knapp 150 Kilo. 150 Kilo? Also 150 Kilo schwerer mit Panoramadach. Darum habe ich meinen ohne genommen. Ihr wisst ja, Performance steht hier im Vordergrund. Ich finde, in Weiß sieht er richtig geil aus. Definitiv. Ja. Ich saß ja gerade zum Tom schon hinten in der Stoßstange. Komm, ich zeige es mal. Komm mit. Das hier ist mir vorher nie aufgefallen. Du sagst, das sieht man auch nur bei den Weißen und... Das sieht man bei verschiedenen Farben einfach. Beim Grau geht es unter, beim Blau auch, beim Schwarz erst recht nicht, aber bei den hellen Tönen sieht es dann auf jeden Fall ganz gut. Und wir haben ja große, große Pläne mit dem Auto vor. Mhm. Willst du mir ein bisschen erzählen, was ist anders an dem im Vergleich zu den Vorgängermodellen? Natürlich. Gut, wir haben natürlich einen Partikelfilter bekommen. Das ist einfach aufgrund unserer Abgasemissionen. Der ganz böse OPF, der muss weg, ja. Okay. Ansonsten, gut, viel verändert hat sich jetzt in dem Fall nicht. Es ist optisch nichts verändert worden. Es ist grundlegend einfach nur der Abgasgeschichte geschuldet, dass dort ein OPF rein musste. Okay, und vom Sound her ist er jetzt, vorher war diese 109 Dezibel Crew, der ist jetzt mittlerweile leise eingetragen. Ja, bei 91 Dezibel, 91. Genau, richtig. Ja gut, es hat sich natürlich ein bisschen was verändert, gerade durch den OPF, gerade auch das Drehzahlband nach hinten raus. Wir müssen doch mal ein paar Drehzahl mehr in die Hand nehmen, um letzten Endes den Knall hervorzurufen. Okay. Also es ist, wo vorher bei 4000 und Umdrehungen der Knall kam, braucht man jetzt schon fast eine 4,5 bis 5, okay. Bis es dann halt auch mal diesen Dreierknall gibt. Aber dann kann man ja arbeiten. Aber ich denke, da bist du der richtige Ansprechpartner. Daran kann man arbeiten. Aber trotzdem grundsätzlich immer noch das gleiche auch wie vorher. Also immer noch geil, macht immer Spaß. Immer noch geil, immer noch eine Kurvensau. Es macht generell, das Auto ist einfach kompromisslos. Also Preis-Leistung-Taco sowieso. Ich sag's immer wieder, Preis-Leistung. Was wird der Wagen jetzt hier oder was kostet der jetzt eigentlich hier komplett, so wie er steht? So wie er steht, Bruttolistenpreis immer ungefähr bei 36. Okay. Wir bieten zum Transaktionspreis das Auto ungefähr zu 130 an. 30, klar. Ja. Also die schöne 29,9. Tatsächlich, ja? Ja, okay. Ja, ja. Boah, als Performance. Okay, das ist natürlich ein Bombenpreis. Wie gesagt, wir haben in Zukunft noch ein bisschen was für euch in der Hinsicht. Da gibt es noch ein paar geile Sachen, aber mehr verraten wir jetzt erstmal nicht. Ich nehme jetzt mit, wir machen gleich vielleicht, wir dürfen einen Soundcheck hier drin machen. Natürlich. Ja, wir machen gleich mal kurz einen Soundcheck mit dem i30N Performance mit OPF jetzt, der ja jetzt leiser ist. Schauen wir mal, wie er klingt. Ansonsten gibt es einen kleinen Carporn und... Ja, Tom, dir erstmal vielen lieben Dank. Sehr gern. Und wir schauen uns gleich die Kiste nochmal zusammen an und dann geht's los. So, machen wir's. Cool. Jetzt gibt's Soundcheck und Carport. Für mal.
could get you back up, baby, cause I need it again. Again, again, again. Need it again. Again, again. I need it. I'm like, yeah, trying to come over for the night, yeah. Baby, let me know if it's alright, yeah. I was thinking I could bring a Sprite, yeah. And mix it with that vodka. I ain't gotta call ya, I'ma pull up on ya. Wake up every morning and I'm feeling like I saw ya. Go to sleep at night like, baby, let me put it on ya. And I ain't gotta lie. So, liebe Leute, Capon war am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da ist er. Da ist er. Die i30 N Performance in Weiß. Und wir haben gerade eine ganz kurze, interessante Story gehabt, weil wir sind ja im Januar, ja, Anfang des Jahres, es ist relativ kalt draußen. Ja. Ja. Das heißt, ich hatte angefragt, dass wir Winterreifen drauf machen. Das sind eigentlich deine Winterreifen. Ja, genau, die hatte ich mir eigentlich mal bestellt als Reserve, weil bei dem ersten i30 N, den ich gefahren hatte, hatte ich nach 3000 Kilometern leider die Reifen schon runter. Warum? Also ich denke, es lag am Fahrbahnbelag. Fahrbahnbelag war das Problem. Ich ja, glaube ich, ja. Denk ich auch. Denk ich auch. Glaub ich auch, ne? Also wenn man so ein Auto fährt und dann 3000 Kilometer Reifen runter, auf jeden Fall Fahrbahnbelag. Das ist das Problem. Oder der Hersteller der Reifen, das hat sich seitlich aufgelöst. Den nennen wir jetzt nicht. Genau. Naja, also es war, hat sich seitlich aufgelöst. Okay. Musste gut runter. Ja. Gut. Das heißt, ich kann also dieses Film benutzen, bis ich nach Hause fahre. Ja, ja. Weil mein Munkel, ich habe irgendwie gehört, da kommen auch andere drauf. Jetzt so. Ja, habe ich auch was gehört. Ich auch. Ja. Also ich denke mal, bis nach Hause wird es gehen. Bis nach Hause wird es, glaube ich, bis nach Hause wird's gehen, klappen. Ne? Ja. Lass uns mal kurz noch mal reinschauen, für die Leute, die dich kennen. So, hier zum Beispiel jetzt die Nähte von innen. Hast du mir jetzt gesagt, es gibt bei verschiedenen Farben zum Beispiel verschiedene Nähte? Beim blauen sind es immer blau? Nee, es sind generell beim i30N Performance, also generell beim i30N hat man immer die blauen Nähte. Man hat auch die Schalteinheiten für Drive Mode und für den Sporttaster auch in diesem hellblau abgesetzt. Okay. Genau, so am Schalthebel hast du auch so einen kleinen blauen Akzent. Okay. Das liegt am i30N Performance am Hatchback. Aha. Genau. Der Fastback hat das alles in Rot abgesetzt, beziehungsweise die Schalteinheiten am Lenkrad sind dort grau. Okay, Fastback für die, die es nicht kennen. Fastback ist quasi das Stufenneck und der ist jetzt schon bestellbar? Der ist jetzt bestellbar, ist auch schon erwerbbar. Ja, okay, genau. Wo ist der Preisunterschied? Der ist so rund 600, 800 Euro, je nachdem teurer. So. Ansonsten Leistung gleich, Motor gleich? Alles dasselbe. Schwerer, leichter? Ist vom Radstand etc. alles dasselbe. Ist ein Ticken schwerer, einfach aufgrund der Linienform nach hinten zu. Natürlich die große Klappe mit dem großen Heckscheibe. Okay. Das ist dann natürlich das, was ein bisschen Gewicht ausmacht. Für dich Präferenz? Welche findest du besser? Rein optisch gesehen, emotionaler finde ich den Fastback. Ja, ja. Ist auch meins so. Ich glaube, Fastback ist ein bisschen mehr so Rally-Style, so wirklich Hot-Hatch. Hatchback. Hatchback, mein Gott, ich bin so aufgeregt. Hatchback ist ein bisschen Rally-Style mehr. Wobei der Fastback, ich glaube, für die Leute vielleicht wirklich auch ansprechend sein kann, was so Limousinen-Style so ein bisschen ist. Ne? Es ist halt einfach ein bisschen, ich sag jetzt mal, gerade vom Kofferraumvolumen her ein bisschen was mehr. Es lässt sich einfach einladen. Es ist vielleicht ein bisschen alltagstauglicher, wobei der Platz im i30 trotzdem auch immer noch ausreichend ist. Okay. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss und zwar, wie handelt ihr das mit dem Einfahren? Gut, also muss gemacht werden, Hersteller gibt vor, ey, musst du, keine Ahnung, ich kenne es von AMG zum Beispiel, Aufkleber, genau, die ersten so und so Drehzahlen abgesetzt. Genau, richtig. Also generell ist es ja so, das Fahrzeug hat ja durch das ja auch das Drehzahlband vorgibt von der Temperatur vom Fahrzeug, hat man ja eigentlich schon den Wink mit dem Zaunpfahl, das Auto nicht zu überhitzen, gerade im kalten Zustand, weil jetzt halt im Drehzahlband das an, von rot bis gelb, je nachdem, wie weit ich die Drehzahl überhaupt ausnutzen kann, je nach Motortemperatur. Wir handeln das so, dass mit der Einfahrzeit, wir geben dem Kunden gerne die Möglichkeit, nach 2.500 Kilometer den ersten Ölwechsel zu machen. Okay. So, man hatte die Einfahrzeit, die 2.500, wo man es nicht übertreiben sollte, einfach mit dem Auto. Wir geben ihnen einen Gutschein, wir übernehmen quasi in dem Fall die Arbeitsleistung, Kunde das Öl. Und so, man hatte den ersten Ölwechsel hinter sich und hat ein ruhiges Gewissen. Und ich denke, danach kann man das Auto fahren. Okay, also 2.500 nicht über, was würdest du vorschlagen? Ja, ich würde vielleicht die 4.000 nicht groß überschreiten. Okay. Aber der Hersteller gibt so erstmal nichts vor? Vom Hersteller gibt es jetzt keine Vorgaben. Okay, aber es ist nie schlecht. Also ich meine, ich fahre meine Autos eigentlich auch immer ein. Mhm. Und die fahren eigentlich immer sehr gut. Und ich glaube, sind auch sehr gut eingefahren. Ich mache das auch immer so. Ja, Stück für Stück. Ne? Auch nicht immer viel, sag ich mal, wenn man auf der Autobahn fährt, nicht immer die ganze die Drehzahl konstant 3000. Sagen wir mal ein bisschen beschleunigen, mal ein bisschen bremsen, ne? Mal die Gänge durchschalten und so. Also schlägst du vor, ist die richtige. Ist die richtige. Das heißt 200.000 Auto zurückkommen hierher. Ja, genau. Ihr macht einen Ölwechsel. Richtig. Und dann kann man Kassala geben. Und dann kann man, ja, dann kann man Spaß haben. Und auch vielleicht ein bisschen mehr Leistung fahren. Das kann man zum Beispiel. Okay, wir möchten nicht mehr dazu sagen. Also, ich mache mich ein bisschen mit dem Auto bekannt. Ich kenne ihn ja. Ich bin ja für den i30N. Der i30N ist für mich ja eigentlich kein Neuland. Aber ihr wisst, wie es ist. Es ist ein eigenes
irgendwie, dann ist das so ein bisschen anders, als wenn du jetzt irgendwie in ein Auto fährst ein paar Mal. Hast du das auch so? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das gleiche Auto. Das gleiche Auto, aber wenn es der eigene ist, dann ist es genau, dann ist es ein bisschen was anderes. Ja, also ich mache mich ein bisschen bekannt damit, quasi mit dem Tom noch ein bisschen. Und ihr guckt euch quasi noch ein bisschen um. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Sind wir fertig? Ich glaube, wir sind fertig. Wir sind fertig. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich noch gute 600 Kilometer Rückfahrt. Ihr seid ein bisschen weit weg von uns. Ja, okay. Aber die Stadt lohnt sich. Die Stadt lohnt sich. Übrigens, Dresden sehr gut. Und ich habe auch gute Tipps bekommen, auch vom Tom hier. Wie heißt die Bude? Bürgerlich, ne? Das ist Bürgerlich. Also wenn ihr Bock auf Burger habt, in Dresden auf jeden Fall ins Bürgerlich gehen. Das war sehr lecker. Wir machen uns gleich auf den Weg nach Hause. Und dann seid gespannt, es gibt jede Menge Updates von dem Auto, den Tom seht ihr euch das letzte Mal.